Wie immer liebe Grüße an alle neuen Mitglieder auf diesem Kanal. Danke für euren Support. Was geht ab, Freunde? Wir sind back am Start. Diesmal bei Nick, wie ihr seht. Ich habe mir heute gedacht, wie bei der letzten Sequenz, wo wir über One Piece Besetzung geredet haben, machen wir heute mal sowas ähnliches, wo wir einfach mal darüber sprechen, was wäre, wenn Demon Slayer, hier passend dazu angezogen, wenn Demon Slayer eine Realverfilmung, wir hoffen natürlich nicht, bekommen würde. What? Natürlich, wie bei dem One Piece Video, geht es um gute Charaktere, also die, die wir uns wünschen würden, egal jetzt, was preistechnisch dabei rauskommen würde. Ne? Also ihr wisst ja, meisten Schauspieler sind sehr teuer. Und ich nehme an, bei so einer Serie wie Demon Slayer würden die nicht vorkommen. Aber ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Bei mir war es wirklich hart. Wie lange meintest du, es ging? Bei mir war es ging. Ja. Ich war in 10 Minuten fertig. Ja, bei mir, ich musste ein bisschen googeln. Ich sag ehrlich, wie ich es gegoogelt habe. Viel habe ich auch gegoogelt. Young Actors, bla bla bla, wie die aussehen so ein bisschen. Ich habe eher so Charaktereigenschaften genommen, wie die in den Filmen sind in den meisten. Wie man die so aufnimmt im Herzen. So habe ich die genommen. Okay. Also nur noch Aussehen, nur noch Charaktereigenschaften. Bei mir ist fast nur noch Aussehen und ein bisschen, was die markante Gesichter die sind. Okay, also wir haben die Basic Ones genommen natürlich. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Giyu, Muzan. Der Challenge da im Wald. Ach so, ich habe den Nebel, die Dings genommen. Die sollen so. Mit den Namen. Ja, können wir ja beide mal sagen, so, weil wen wir nehmen würden. Und Kanoe. Kanoe. Die Schülerin von Shinobu. Junge, ich kann nicht reden heute. Wie findet ihr dieses Format so ein bisschen? Das ist ja mehr so podcastmäßig. Wir sitzen hier so ein bisschen, quatschen. Aber ist halt ein geiles Thema. Satu blendet wie immer euch die Bilder ein von den Schauspielern. Und wir legen auch direkt los. Wen hast du dann so als Schauspieler gewählt bei Tanjiro? Tom Holland. Stark. Vom Charakter eingeschafft. Habe ich auch überlegt. Ich habe mich am Ende entschieden zu Brandon Thwaites. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Hüte der Erinnerung. Ja. Ja. Und Blue Lagoon. Wow. Stark, ja. Jetzt kann ich auf den Schirm. Ich hatte einen Tom Holland, weil er so Helferinstinkt. Ja, ja, ich weiß. So. Bei ihm bin ich mehr drauf gegangen, weil ich wusste, dass die langen Haare bei ihm cool aussehen könnten. Ja, true. Aber Tom Holland hatte ich auch erst im Kopf, weil ich war so. Der passt schon, aber ich wusste nicht, ob Tom hat ja ein sehr markantes Gesicht. Ja, ja, sehr markant. Ob das zu Tanjiro passt. Stimmt. Okay, und seine Schwester wäre bei dir. Ariana Grande. Klein, süß. Wer war cool. Ich hab genommen, kennst du wahrscheinlich gar nicht, Chloe Bennett. Chloe Bennett kenn ich doch von, weil sie ist die Ex-Freundin von Logan Paul. I'm not having it! Right into the legs of Rey Mysterio! Ja, genau. Die Ex-Freundin von Logan Paul. Ja, genau. Ja, kenn ich sie. Die fand ich. Keine Ahnung, ich weiß nicht wieso. Ich konnte mir sie gut vorstellen, ja, so in Nezukos Outfit und mit dem... Weißt du, warum Ariana Grande? Warum? Weil die so klein ist, ich denke mir so, die passt in eine Kiste. Bei mir dachte ich so, was passt so mit diesem Holzstück auch im Mund, ne? Mit diesem Bambusstück im Mund. Ja, passt bei Ariana auch, Mann. Aber stark. Ja, Zenitsu war für mich das Schwerste, muss ich sagen. Ja, da bin ich eher wirklich nach Charaktereigenschaften gegangen. Ich bin einfach nur danach gegangen, wer kann auch heulen und so vor der Kamera, so. Boah, und so. Stark. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe jetzt einen anderen sogar im Kopf. Also soll ich sagen, was ich eigentlich, also den ich jetzt im Kopf gerade habe, ist einer von den Brüdern Zack und Cody. Dylan Sprouse. Hast du? Ich habe Dylan Sprouse drauf. Aber ich habe den, kennst du von... Ich habe Zack, nicht Cody. Ich fand Cody ein bisschen zu ding. Dylan hat ja mehr ründeres Gesicht, ja, genau, deswegen genau. Habe ich Dylan genommen. Krass, den habe ich jetzt gerade im Kopf bekommen. Aber dann, ich habe auch geschrieben von, wie sind die Millers, dieser... Ja. Wie heißt der? Will Poulter. Ich weiß, der so ein bisschen den in die Spinne gebissen hat. Oh mein Gott, die scheiß Spinne hat mich gebissen! Ich muss sterben. Wohin? Wo hat sie dich gebissen? Er hat mich in den Sack gebissen, meine scheiß Eier! Ja, genau. Ja, aber nice. Bei mir war auch so, ich habe so lange überlegt und dachte ich, wer sind so die berühmtesten blonden Schauspieler? Dann habe ich so gedacht, ey, eigentlich Zack und Cody so vom Prinzip her. Ja, stimmt. Inosuke. Inosuke habe ich lange überlegt und dann bin ich auf Tyler Lautner gekommen von Twilight. Taylor Lautner? Ja, der stark. Ich hab einen Tyler und zwar Tyler Posey von Team Wolf. Wo ich hab das Tattoo drauf im Rücken. Tyler, sehr stark. Sehr stark. Ich weiß, ich habe überlegt, es muss ja auch ein schöner und so. Ja. Inosuke, wenn er die Maske hat. Das war mein Ding. Schön das aus. War mein Ding. Taylor Lautner ist schon sehr sexy, muss man sagen. Sehr düster sein. Aber stark. Giyu war schwer. Giyu habe ich, bin ich back in the days über One Piece, habe ich gesagt, Keanu Reeves. Ja, weil du auf dieses ältere Emotion ein bisschen los. Wäre der Bart ab, markantes Gesicht, ein bisschen emotionslos. Bei mir ist das Problem, bei Giyu, für mich hätte Keanu Reeves so die Vaterrolle von Rengoku übernehmen können. Ich habe überlegt, so zur Matrix-Zeit. Ja, also ich weiß, so back in the day. Ja, genau. Ich bin ein bisschen mit jüngeren Schauspielern gegangen und dachte, wer könnte dieses, für mich im Kopf war diese Szene, wo er so Tanjiro angeschrien hat. Dann habe ich gedacht, wenn man ihm Kimono anzieht und längere Haare, er hatte mal lange Haare, Dylan O'Brien. Styles.
von Timo. Hatte ich auch im Kopf. Ich sag ehrlich, Muzan, also ich finde Muzan ist schwer zu wählen, weil er sieht aus wie Michael Jackson. Ich bin gegangen. Ich habe erst überlegt, ob ich den von One Piece Video nehme, nämlich Luke Evans, der Mihawk war. Mihawk. Bin aber tatsächlich darauf gegangen, weil ich fand seine Rolle bei Batman extrem geil, zu Christian Bale. Also ich habe genommen Michael Jackson. Wirklich? Ich habe Michael Jackson genommen. Du hast jetzt Sanemi. Ich habe Sanemi genommen. Für Sanemi habe ich genommen Rambo. Einfach Rambo selbst. Nicht Sylvester Stallone, sondern die Person Rambo. Dieses über den Rambo als Rambo. Ja, genau. Ja, Narben, ein bisschen da, Kopf durch die Decke. Mit weißen Haaren könnte ich mir vorstellen. Könnte cool aussehen. Ich habe halt nicht Sanemi, sondern ich habe den anderen Narbentypen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Du kennst ihn safe, aber den Namen vielleicht nicht. Hero Fiennes Tiffin heißt der. Den kennst du. Das Bild hast du schon mal gesehen. Ich zeig ihn dir. Der Kollege hier. Ja, doch. Ja, den, ja, mit dem Tattoo am Arm, ne? Genau. Ja, genau. Den dachte ich so als dem... Mit dieser Narbe auf dem Kopf und diesen abgefuckten, dachte ich, wäre cool. Ja, aber doch, stimmt. Okay, Kanoe war, ich sag, wieder auch hier, finde ich, es gibt sehr viele gut gewählte Frauenschauspieler, muss man sagen. Also auch vom Gesichtszug her, ja, die richtig oft passen. Deswegen fand ich Frauen gar nicht so schwer. Weil bei Männern ist immer so, irgendwas stimmt nicht ganz, was zu diesem Anime passt. Mir würde jetzt zum Beispiel bei Ichigo auch keiner direkt einfallen. Aber wenn einer mir, keine Ahnung, Boa Hancock sagt, dann würden mir wahrscheinlich jetzt drei einfallen. Da hast du recht, Also ich habe bei Kanoe, ich bin auf Oldschool gegangen, auf Emma Watson. Stark, sehr stark. Habe ich gar nicht dran gedacht. Schülerin, ja doch stark. Ich habe von Kick-Ass die Tochter von dem Typen. Diese kleine, yeah, genau, habe ich auch auf meinem Handy gehabt, habe ich auch überlegt. Würde auch ich habe auch überlegt, ob ich sie als Kanoe nehme und Emma Watson als Shinobu. Ja, stark. Ja. Ich hatte direkt im Kopf, ich so, die starke, kranke Attacken ist die Schülerin und alles. Und, was ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, wir haben das, was für mich irgendwann sehr schwer war, war der Gedanke, dass die alle dieses Kimono anhaben und so. Ich glaube, das kann man gar nicht richtig geil an. Ich weiß nicht, kriegen die das, würden die sowas hinkriegen? Ich weiß halt nicht, ne? Man muss auch Kontaktlinsen rein. Kontaktlinsen, Haare. Wird schwer. Bei Demon Slayer ist ja vor allem, das sagen ja auch viele, der Manga, wussten gar nicht viele, der war vor der Serie gar nicht bekannt. Also der war da, aber wurde nicht so geil verkauft. Und dann kam die Serie raus und die Serie hat ja dieses überanimierte, zum Beispiel, wie der Vater von Rengoku im Manga aussieht und wie er im Anime aussieht. Im Anime viel markantere Gesichtszüge oder Tanjiro, Nezuko, alle. Also der Anime hat das nochmal rausgehauen. Deswegen weiß ich nicht, ob die das so krass präsentieren können. Bei One Piece ist es zum Beispiel andersherum, dass er mehr alles verniedlicht. Oder also dieses. Stark. Und dann kann man das gut ins Reelle umsetzen, weil man dann sozusagen die markanteren Züge von Zoro und so weiter zeigen kann. Ansonsten, wenn ihr mal Bock habt, dass wir zu weiteren Videos oder zu weiteren Animes das machen, dann schreibt gerne in die Kommentare, welchen Anime ihr euch als Realverfilmung wünscht in gut. Wir kennen ja alle die schlechten. Ich meine, Full Metal Alchemist war wirklich shit. Ich glaube, mit das größte, also mit der trashigste für mich war wirklich Dragon Ball. Ja, stimmt. Dragon Ball ist krank, aber das kennen die meisten gar nicht, weil es so alt war. Ja, wir müssen mal gucken, Dragon Ball, den alten, das war wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Wo ich sagen muss, einer wurde, der am besten umgesetzt wurde, obwohl er trotzdem scheiße ist, Death Note. Wurde gut umgesetzt? Ja, es wurde gut umgesetzt, visuell. Für Leute, die noch kein Anime kennen. Genau, aber die Story war halt anders, ne? Ja, Story war anders und so. Wobei, gab es ein Attack on Titan Ding? Ja, drei Stück sogar. Das war sehr schlecht, ne? Das habe ich in Erinnerung nicht so gut. Das war auch schlecht. Ja. Bleach gibt's auch, habe ich mir aber nicht angeguckt. Ich habe Angst. Sehr viel Angst. Alright, Freunde, schreibt uns gerne in die Kommentare, wen ihr als Schauspieler wählen wollen würdet. Oder habt ihr vielleicht direkt einen im Kopf, wo ihr sagt, ey, da passt wie Faust aufs Auge. Ich habe auch überlegt, wen ich als Rengoku nehme, ne? Könnt ihr mal gerne reinschreiben, wen würdet ihr als Rengoku nehmen? Boah, stark. Können mir gar keine einfallen. Nee. Hisham kam mit Tobey Maguire. Passt meiner Meinung nach gar nicht. Ich hätte irgendjemanden genommen, der, keine Ahnung. Jemand, der so aus Stolz protzt und trotzdem sehr viel Emotionen hat. Einer könnte mir einfallen, weil er ist zu alt. Der Schauspieler von Thor, Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, stark. Aber der ist zu alt und sein jüngerer Bruder sieht nicht so aus. Alright, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Ich finde die Formate geil. So podcastmäßig finde ich immer sehr nice. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß und schreibt uns gerne in die Kommentare, wer euer Lieblingscharakter wäre. Ansonsten, bye! Rein und bye!